Hallo zusammen, herzlich willkommen zur letzten Folge des Workshops So imitierst du die Rhythmussektion einer Blaskapelle am Schlagzeug. In den letzten Folgen habe ich euch gezeigt, welche Rolle die Snare Drum spielt, wie man sie imitiert, wie man die Marching Becken imitiert und so weiter und so fort. Und heute möchte ich nun das Gesamtbild zusammenbringen. Kurzum, ich werde ans Schlagzeug gehen und schlussendlich ein Beispiel spielen, wie es als Gesamtbild klingt. Bevor ich das jedoch mache, habe ich eine Bitte. Und zwar an die Leute da draußen. Bitte, bitte abonniert diesen Kanal. Klickt unten auf den Abonnier-Button und klickt auch auf die Glocke, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Jetzt gehe ich ans Schlagzeug und werde nun ein Beispiel spielen, wie es als Gesamtbild schlussendlich klingt. Ich wünsche euch dabei sehr viel Spaß und sage schon mal Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao.